Rucksack genannt? Das Buch habe ich angefangen 2003. Und damals hatte ich den Titel Ein neues Leben für den King. Weil ich dachte, alles hat mit Elvis zu tun, weil Elvis hat mir eine neue Karriere verschafft als Elvis-Imitator oder Elvis-Tribute-Artist eigentlich, nennen wir uns. Und dann habe ich den Namen zwei, dreimal schon geändert gehabt im Laufe der 10 Jahre im Schreiben. Und ich habe 1990 mit Krokus getourt. Und der Krokus-Gitarrist gab mir den Namen damals. Ich habe ihm meine Story erzählt, er hat gesehen, was auf Tour so abging. Ich habe die Mädels vernascht und so, lauter so Rock'n'Roll-Geschichten gemacht. Die waren live dabei. Und da sagte damals der Gitarrist von Krokus: Ja, du bist ja eine Rocksau. Und irgendwie ist mir der Name geblieben. Immer bei E-Mails, wenn ich gerade vor E-Mails kriege von Freunden aus Regensburg und Ex-Musikerkollegen, hey Rocksau, wie geht's? Und irgendwie ist mir der Name geblieben. Und dann später habe ich dann sogar noch unterschrieben, so schöne Grüße von der Rocksau. Und als das Buch dann immer mehr geworden ist und die Storys eigentlich immer mehr klar waren, was da reinkommt ins Buch, da habe ich gedacht, Mensch, Rocksau ist eigentlich ein cooler Name. Ich habe dann gegoogelt, ob es schon gibt, vielleicht den Namen gab es nicht. Und kann man Rocksau eigentlich auch Corporate Identity-mäßig irgendwie schützen? Das mache ich auch. Kann man Rocksau schützen? Ja, natürlich, ich bin schon dabei. Ich bin dabei, weil ich werde auch Rocksau-Klamotten machen mit Totenköpfe und so. Ich finde, Rocksau ist einfach eine geile Geschichte. Und wenn da steht, ja, ich bin eine Rocksau, ist das schon mal ein Fanger, ne? Deswegen, mein Fies, jeder Trottel schreibt heute ein Buch. Warum soll man eins lesen? Mich haben damals, als 2003, drei Freunde gefragt, Richie, warum schreibst du kein Buch? Du hast schon so viel erlebt, deine Geschichten, das ist ja nicht normal, was du erlebst, das erlebt ja alle in den drei Leben nicht. Und da habe ich gedacht, ja, ich habe fast genauso gedacht wie du. Und als ich da angefangen habe zu schreiben, dann habe ich gemerkt, nee, Mensch, das ist doch eine Story. Ich glaube, es ist ein Buch, es ist wert zu lesen, wenn du wissen willst, wie es ist, auszuwandern. Wenn du wissen willst, kann man einen Traum verwirklichen. Das habe ich alles gemacht. Ich habe meine Träume verwirklicht. Auch wenn die Träume zum Teil Albträume dann waren. Aber ich habe es verwirklicht und ich glaube, es wird Leute sogar Mut machen, über das Leben nachzudenken. Weil was ich gemacht habe, war dumm, oft sehr dumm. Weil ich viel aus dem Bauch heraus entscheide. Aber dann eben habe ich eben ein paar Volltreffer gelandet mit Träume verwirklichen. Da hake ich mal ein, weil nämlich das ist auch so eine Geschichte. In der Einleitung, ich habe zumindest mal zum Teil das Buch schon gelesen, so viel habe ich ja noch nicht gelesen, nur ein Teil davon. Aber in der Einleitung machst du dich eigentlich schon selber ziemlich zu sauer. Was sollst du dienen? Also willst du als positives Beispiel, als negatives Beispiel, sowohl als auch, weil du machst dich ganz schön klein, so nach dem Motto, ich habe eigentlich alle Fehler begangen, die man nur beginnen kann. Was sollen die Leute daraus mitnehmen? Eigentlich auch den Spaß am Leben? Oder aber auch, Leute, man muss nicht jeden Scheiß so machen, wie ich es gemacht habe. Also ganz, ganz ehrlich, ich wollte kein Belobungsbuch machen. Ich wollte kein Buch machen, ich bin der Beste, Schönste und der Geilste. Sondern ich wollte ein Buch machen, was authentisch ist. Authentisch, wo drin steht, was ich wirklich gemacht habe, wo ich nichts verschweige. Ich habe viel, viel Scheiß gebaut, gerade im Suff. Und ich habe auch, glaube ich, schon vieles Gutes gemacht und so. Und ich glaube, die Leute sollen was mitnehmen mit meiner Story. Gerade die Jugend, wenn die Jugend das lesen kann, dann sagt, oh, was hat er das gemacht? Oh, ja, ja, ja. Es soll ein Augenöffner auch sein, weil ich nicht stolz bin über meine ganzen Fehler, was ich gemacht habe. Also absolut nicht. Und darum war ich auch so ehrlich in dem Buch. Was ist eigentlich der größte Blödsinn, den du angestellt hast, wenn du da zurückdenkst? Der größte Blödsinn war, als ich aus Geldnot damals einfach meine Ehefrau bestohlen habe zum Beispiel. Weil ich war so alkoholabhängig, sie musste für uns beide dann arbeiten. Ich hatte komplett den Boden verloren. Und habe dann die Wohnung durchgesucht nach Geld, wo sie versteckt, und habe dann wieder ein Hunderter gekrallt. Oder auch Leute in Projekte in mich investieren lassen und dann einfach dann abgehauen nach Thailand. Das sind Sachen, wo ich wirklich, wirklich bereue. Das war mir, aber zum Glück habe ich das alles bereinigen können. Ich habe die Leute habe ich dann gesagt, okay, ich muss wieder leben. Das, was damals war, bin ich heute nicht mehr. Und da bin ich froh, dass das wieder bereinigt ist mit den Leuten. Was ist das Schönste im Buch? Oder sagst du, also, wenn ich daran zurückdenke, weil ich habe zum Beispiel bei mir so Dinge, die immer wieder in Erinnerung kommen, ob du willst. Und das heißt, das war so, das werde ich einfach nie vergessen. Und wenn ich an die denke, dann kommt es mir zumindest so vor, als ob das heute war. Was ist, wo du sagst, das ist so ein Ding, was immer wieder kehrt? Also das Schönste ist mit auch schon meine Kinder. Das Schönste ist die Geburt von Rino und die Geburt von Tammy und was ich alles erlebt habe mit den beiden, weil die haben mich wirklich verändert. Die haben aus Rich Newton einen Menschen gemacht. Vorher war ich einfach eine Rocksau.
Und ich glaube ja auch, dass das Buch ein Kapitel ist, was es abschließt. Denn ich bin jetzt gerade in einem komplett anderen Kapitel, was komplett nichts mehr mit diesem Buch zu tun hat. Also mir kommt es vor, als wenn erst das Buch rauskommt und dann mir sagen, that's it. Das war mein Leben davor und jetzt ist ein zweites Leben. Wie stellst du das Neue vor? Weil ich meine, eben Rucksack, dann geht es einfach wirklich davon, von da und auch einfach auswandern, Sumpf, Rock'n'Roll, wieder zurückfinden, aber ziemlich viel feiern. Wie geht's weiter? Ja, ich werde nächstes Jahr 50. Und es tut nicht weh, ich habe schon einen Termin. Ja, ich habe da keine Angst davor. Ich bin einfach jetzt so weit, dass ich sage, okay, ich habe jetzt alles erlebt, was man aus meinem Leben kann, glaube ich. Und was ich wirklich will, ist, dass ich mich jetzt mehr stark mache für meine Stiftung Power Hearts, dass ich eben anderen Leuten helfen kann. Mir wurde geholfen, mein Sohn wurde geholfen. Momentan bin ich in einer großen Krise mit meinem Sohn, der ist momentan im Krankenhaus, ist immer noch bewusstlos. Das ist ein hartes Kapitel in meinem Leben und jetzt bin ich nur noch für ihn hier. Und vielleicht habe ich die Möglichkeit, durch das Buch in eine neue Karriere einzusteigen. Ich bin gerade dabei, mein zweites Buch zu schreiben, was eigentlich Rinos Geschichte und die ganzen Höhen und Tiefen, Erfolge und Ängste beschreibt. Da bin ich jetzt gerade wild am Schreiben und es fließt gerade aus mir heraus. Ich habe nicht gewusst, dass ich das kann. Ich habe nicht gewusst, dass ich selber ein Buch schreiben kann. Dass ich das Buch mit meinen zwei Fingern getippt habe, also 424 Seiten sind es geworden mit Bildern, hätte ich mir nie und nie in mein Leben träumen lassen. Ich habe das immer gesagt, ich kann das nicht. Aber mein Verleger und Freund hat mich dazu gebracht. Die hat gesagt, ja, bitte pusht, du kannst das, mach das. Ich sagte, ach, ich bin ein Entertainer, ich kann Leute unterhalten, ich bin ein Sänger, aber ein Schriftsteller, das ist was, wenn wir sagen, Schuster, bleib bei deinen Leisten, was ich mir nie zutraut habe. Und die hat gesagt, nee, Richie, wenn du mir eine E-Mail schreibst, wo du dich aufregst, dann ist es wie wenn es ein Schriftsteller schreibt, du kannst das, mach das. Und dann habe ich gesagt, ich bin zu faul, ich habe gerade die Nerven dazu. Und die haben mich gepusht und gepusht und gepusht. Und habe ich gedacht, okay, wenn es so ist, dann probier es halt. Und dann habe ich es gemacht. Und dann habe ich das Glück gehabt, noch einen Lektor zu kriegen. Einen Schweizer Lektor, Martin Huck. Der mich nicht verbogen hat. Der meine Stories, mein Counterwelt, was ich ihm geschickt hat, buchtauglich gemacht hat. Dann. Und als ich das dann gelesen habe, dachte ich mir, bah. Dann konnte ich nicht mehr aufhören, weil er hat mir immer ein Kapitel zugeschickt. Und auch zu meinem Verleger. Der hat immer gesagt, bah, ich kann nicht aufhören. Wo bleibt das nächste Kapitel? Ich wäre wahnsinnig. Und die haben mich dann immer gepusht. Und ich war wieder mal zwei Wochen nichts geschrieben, weil ich nicht konnte, weil ich bin einfach kein Schreiber. Dann habe ich mich wirklich in den Arsch treten müssen. Dann habe ich dann wieder gesagt, okay, und das nächste Kapitel und noch eins. Und wenn ich es dann gehabt habe, dann war ich total fertig. Dann bin ich da gelegen, oh, ein Kapitel hat mich total erschöpft. Und dann haben sie mir gesagt, wo bleibt die Rocksau? Kommt wieder was, wir warten, wir haben Deadline, wir müssen raus. Und dann habe ich mich wieder zusammengelistet und weitergeschrieben. Und so ist dann das entstanden. Erste Frage, was ist deine Botschaft mit dem Buch? Meine Botschaft ist, kauft das Buch. Das ist die Botschaft, die erste. Da mache ich jetzt mal Michael Douglas nach. Das ist ja in Wall Street, sondern drei Wörter. Kauft das Buch. Das ist meine Message. Weil ich glaube, dass es sehr interessant ist, dass man nicht in Los Angeles wohnen muss, um Rock'n'Roll leben zu können, sondern auch aus Straubing kommen kann. Aus dem tiefen Bayerischen Wald kann man auch Rock'n'Roll leben. Das ist meine Botschaft. Und meine zweite Botschaft ist, wenn ihr einen Traum habt und denkt, es wäre wert zum Verwirklichen, macht es. Verwirklicht den Traum, bleibt dabei. Wir haben nur ein Leben. Und ich bin der Meinung, Leben, was wenn es der letzte Tag ist, ist zwar schon ein Klischee, jeder sagt es, aber ich habe viel, viel gelebt und ich bereue da nichts. Auch wenn vieles scheiße war. Aber aus diesen Sachen lernt man, ich sag so, lebe dein Leben und lebe deinen Traum. Und trau dich.